Jutta, wenn du Bürgermeisterin von Melle werden solltest, was sind deine Pläne für den Klima- und Wahlkampf? Ja, also meine Pläne sind erstmal, dass ich denke, die Stadt muss mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt für mich, alle Steinbeete der Stadt müssen erstmal wieder begrünt werden, und zwar nachhaltig begrünt werden und nicht irgendwie nur ein bisschen Gras oder irgendwelche Grünpflanzen, sondern wirklich auch für eine Artenvielfalt pflanzen. Und das ist schon das Stichwort an der Stelle. Ich sehe ganz klar, dass wir als Stadt auch weiterhin Initiativen unterstützen müssen, dass wir mehr Grünstreifen haben müssen, mehr Blühstreifen, und vor allen Dingen, dass wir Solar und Photovoltaik auf die Dächer kriegen müssen bei den städtischen Gebäuden, aber dadurch eben auch die Motivation bei den Menschen in Melle zu bekommen, dass sie das auch tun. Du hast ja eine sehr interessante Idee geäußert, dass man in Melle, oder dass du in Melle gerne etwas größere Meinung auf To-Go-Produkte machen möchtest. Was verbirgt sich denn? Ja, also ich bin leidenschaftliche Kaffeetrinkerin geworden und trinke auch gerne mal einen Kaffee To-Go. Und ich wünsche mir, dass wir es schaffen, in Melle als Staat, vielleicht später auch weiter im Landkreis, ein Pfandsystem zu installieren, und zwar mit den verschiedenen Gastronomen und Bäckereien und so zusammen. Das gleiche vielleicht auch für Mitnahmeessen, eine Nachhaltigkeit und Müllvermeidung im Café To Go oder im Fastfood-Bereich hinzubekommen. Und da stelle ich mir vor, dass wir die Akteure an einen Tisch holen und dass wir eben schauen, was können wir an der Stelle vielleicht bewirken, und gibt es eine Möglichkeit, dass es eben auch attraktiv ist für kleinere Gastronomen, für kleinere Bäckereien eben, ein Pfandsystem zu installieren. Und ich glaube, das geht nur im Verbund. Und dann ist auch der Anreiz da und die Akzeptanz bei den Menschen da, eben an der Stelle dann auch das Pfandsystem zu nutzen, wenn ich eben die Möglichkeit habe, an mehreren Stellen die Pfandprodukte auch wieder zurückzugeben und nicht nur vielleicht, wie es im Moment ist, an einer Stelle oder an zwei Stellen. Super, vielen Dank. Silke, wenn du Bürgermeisterin werden solltest von Melle, welche Maßnahmen für den Klima- und Artenschutz möchtest du gerne initiieren? Ja, Klima- und Artenschutz ist ja eines meiner persönlichen Herzensanliegen. Ich bin ja als gelernte Gärtnerin, Biologin ganz dicht dran an den Themenspektrum, und als Imkerin natürlich auch liegt es mir im Herzen, dass da sehr, sehr viel mehr passiert. Ich möchte mir für Melle wünschen, dass wir bei allem, was wir in dem Bereich tun, echt eine Schippe drauflegen. Ich möchte, dass wir auf städtischen Flächen sehr, sehr viel Engagement zeigen in dem Bereich, die städtischen Flächen umgestalten, die öffentlichen Grünflächen, alles, was wir zur Verfügung haben, die Randstreifen, die Gewässerstreifen. Es gibt so viel Potenzial auf den Flächen, wo man was machen kann, und da wünsche ich mir, dass wir da eine Menge tun. Ich sehe auch die Möglichkeit, dass wir mit Bürgern, anderen Initiativen, Vereinen, so wie hier die AKA 500 Aktion, das hier zum Beispiel auch demonstriert, dass wir da gemeinsame Kooperationsprojekte an den Start bringen für diesen Themenbereich. Vielen Dank. Und welche Maßnahmen schweben dir vor, um Bürgerinnen und Bürger stärker in Klima- und Artenschutzaktivitäten einzubinden? Also ich glaube, dass wir da ganz, ganz viel erreichen können, wenn wir die Bürger erstmal informieren und aufklären. Für viele von uns, die wir heute hier bei dieser tollen Maßnahme vor Ort sind, ist das, glaube ich, ein Thema, was angekommen ist. Wir haben erkannt, hier muss was passieren, hier müssen wir aktiv werden. Ich persönlich nehme das so wahr, dass es immer noch viele Leute gibt, die das Thema noch gar nicht so auf dem Schirm haben und noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie selber auch mitarbeiten können an diesem ganzen Bereich. Sei es in Aktivitäten, so wie hier vor Ort, sei es in der Verfügbarmachung von Flächen. Viele Grundstückseigentümer können sich da mehr engagieren. Viele Leute können vielleicht, wenn sie die Möglichkeiten nicht haben, auch durch Geldspenden sich einbringen. Das ist ja auch immer wichtig. Pflanzen müssen gekauft werden, Steine müssen bestellt werden. Es muss ja immer viel auch bezahlt und organisiert werden. Die Zuständigkeit der Stadt sehe ich da in dem Bereich, dass wir uns auch als Vernetzer und als Öffentlichkeitsplattform da mehr engagieren, um zu informieren, um Bildung an die Schulen, an die Kindergärten, an die Kirchen, an die Vereine ranzutragen, damit die Leute die Wichtigkeit des Themas wirklich begreifen und sich auch dann bereit finden, mehr zu tun. Super, vielen Dank. Herr Scholz, was tun Sie in den nächsten Jahren für den Klima- und Artenschutz, und wo sehen Sie die Stadt Melle in dem Bereich? Ja, Klima- und Artenschutz sind eine Gemeinschaftsaufgabe, deshalb zunächst einmal privat. Privat werden wir im Herbst unseren Garten umgestalten, werden Klimaresilienz anlegen, werden Stauden dort vor allen Dingen in unseren Garten reinbringen, um dort auch etwas für die Flora und Fauna sozusagen zu tun.
Als Bürgermeister für die Stadt werden zwei meiner Vorschläge einmal Photovoltaik auf alle Dächer, das zu forcieren und wirklich auf allen Dächern umzusetzen und zum Zweiten Flächen für Projekte wie dieses hier zur Verfügung zu stellen und vor allem sämtliche öffentlichen Grünflächen umzugestalten, anders zu bepflanzen, auf Saisonbepflanzung zu verzichten, sondern eher mit Stauden und ähnlichen Gewürzen dort zu arbeiten. Vielen Dank. Und das Projekt 500 aka, wie sehen Sie das Projekt? Was ist Ihre Meinung zu dem Projekt? Das Besondere an dem Projekt ist, dass es privat organisiert worden ist. Dr. Behnke ist für mich ein Vorbild für uns als Mehrer Bürgerinnen und Bürger, auch wenn das vielleicht nicht sein möchte. Für mich ist Klimaschutz Artenschutz eine Gemeinschaftsaufgabe. Der Staat alleine, die Stadt alleine können das nicht machen. Es muss begeisternd sein, es muss mitmachend aufgesetzt sein. Und das gelingt hier ganz hervorragend mit diesem Projekt, was Dr. Kai Behnke hier initiiert hat. Und mein besonderer Dank gilt ihm für das Engagement, für die viele Arbeit, die er reingesteckt hat und vor allen Dingen für die Begeisterung, die er erweckt hat. Und das Schönste dabei ist, dass es immer mit einem Positiven verbunden ist, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, ist es mal ein lebendes Ding, was Dr. Behnke hier engagiert macht. Und deshalb sind ganz viele Menschen auch heute gekommen, um sich hier zu engagieren. Vielen Dank. Wenn du Bürgermeister von Melle werden solltest, was sind deine Pläne für den Klima- und Artenschutz? Also ich würde die Projekte von Kai versuchen, direkt in die Bevölkerung mit reinzubringen. Das Thema Steinvorgärten, das Thema Blumen in den ganzen Gärten, nachhaltige Forstwirtschaft, regenerative Landwirtschaft, das sind Dinge, die mir tatsächlich sehr am Herzen liegen. Denn wir sollten versuchen, möglichst viele Transportwege zu vermeiden auf der Welt, um für den Artenschutz, für die CO2-Belastung und auch alle Tiere zu sorgen. Und was oder wo gibt es die Möglichkeit, die Meller Bevölkerung stärker einzubinden in Maßnahmen des Klima- und Artenschutzes? Ich denke, das geht ausschließlich über Information. Wir müssen die Jugendlichen über soziale Kanäle erreichen. Wir müssen die Älteren zum einen über die Jugendlichen, aber auch über reale Veranstaltungen erreichen, um aufzuzeigen, welchen Nutzen das bringt, wenn wir bewusster essen, wenn wir bewusster handeln, wenn wir bewusster einkaufen. Dass wir ganz, ganz viel regional, lokal zukaufen. Ein kleines Beispiel, wenn ich in den Einkaufsmarkt gehe und in das Honigregal schaue, muss mein Honig zum Beispiel wirklich aus Chile kommen? Warum nicht von dem Imker, der im Imkerzuchtpunkt ist, direkt aus Melle? Das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Super. Wenn du Bürgermeister der Stadt Melle bist, was sind deine Pläne für den Klima- und Artenschutz? Ja, das ist natürlich ein umfangreiches Paket. Das lässt sich in Einzelmaßnahmen natürlich schwer bestimmen, weil das nun immer ineinander greifen muss. Aber wir hatten natürlich auch schon darüber gesprochen, die Stadt Melle hat die Möglichkeiten, Flächen zu identifizieren, kleine Stücke der Landwirtschaft, die nicht genutzt werden können, die wir zu einem Biotopverbund zusammenschnüren und wo ich gerne die Organisation Klar Melle mit einbinden würde, die Kooperation Lebensraum und Artenschutz, wo es wirklich darum geht, gemeinsam mit den verschiedenen Organisationen Jägerschaft und Landvolk Melle auch die Pflege dieser Flächen für die Zukunft zu sichern. Und mir schwebt davor, dass ich dem Rat der Stadt Melle relativ schnell nach meinem Amtsantritt einen Vorschlag mache, dass wir diesen Klar Melle mit einem Budget unterstützen, damit diese Flächen tatsächlich nicht erworben werden können, aber zur Verfügung gestellt werden von der Landwirtschaft und damit wir die Möglichkeit haben, die dann entsprechend zu bestellen und dadurch einen ökologischen Pfad durch die Stadt Melle zu bekommen. Okay. Und wo siehst du Möglichkeiten, die Bürgerinnen und Bürger Melles stärker im Klima- und Artenschutz zu bringen? Also zunächst einmal geht es mir darum, ich möchte natürlich auch neue Baugebiete und das Bauen weiterhin ermöglichen in der Stadt Melle. Und da muss es natürlich darum gehen, Vorgaben zu machen, dass wir tatsächlich ökologische und nachhaltige Baugebiete bekommen. Da kann erstmal jeder selber was tun. Und dann haben wir es ja gesehen im eigenen Garten, wie wir es bei mir zu Hause gesehen haben. Auch da kann jeder selber mithelfen beim Klima- und Artenschutz, indem er die Garten entsprechend anlegt. Und dann geht es natürlich darum, als Stadt Melle Vorreiter zu sein und Impulsgeber zu sein für Veranstaltungen wie zum Beispiel heute. Gemeinsam solche Veranstaltungen mit dir zum Beispiel zu initiieren und zu gucken, Mitmachaktionen zu machen, wo die Bürger aktiv eingebunden werden. Das macht ja auch Spaß, wie wir heute sehen. Prima.